Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Village. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Janosch. In der letzten Folge bin ich stehen geblieben. Wir hängen hier immer noch in dieser Festung von Heisenberg. Die Höhle der Lycans. Auf der Suche nach dem Flakon. Aber bisher kein Erfolg. Oh, das hier unten sieht mir doch irgendwie nach Bosskampf aus. Ich will da runter. Wahrscheinlich schon, oder? Hast nachgeladen. Ja. Geh dann. Nicht hier runter. Das ist nicht gut. Ich wusste es. Ach du Scheiße. Der Affenhelfer. Er ist persönlich. Hey Mann. Ich dachte, wir wären Freunde. Ach du Scheiße. Ich würde hier gerne ein Minen hinlegen. Zack. Hä? Bruder. Na komm, Zeit für Sterben. Oh ja, das gefällt ihm nicht. Ist er tot? Ich werde hier gleich noch eine hinstellen. Na, wo ist er denn? Ach, ne? Ah, da hängt er jetzt oben. Ah. Er holt jetzt seine Volksmänner. Ach Scheiße, wir haben keine Schrotflintenmunition mehr. Ich wollte die Munition nehmen. Zack. Kommt auch runter? Bleibt wieder oben. Nein, der kommt auch runter. Zack. Und nochmal die Minen benutzen. Die müssen wir auch mal langsam benutzen. Das zeigen wir die hier nur mit uns mit. Das ganze Display, oder? Hey Mann. Aber sonst läuft's, oder? Ja, ich hab gedacht, der Nate, also der schmeckt hier. Komm, und noch einmal. Ich weiß zwar nicht, ob das überhaupt was bringt. Ich hoffe einfach. Ja, ist das, oder? Nun noch einmal. Zack, Bruder. Ja, dann haben wir auf jeden Fall. Auf. Oh, ich glaube, der ist ein bisschen abgefahren. Kann das sein? Noch meine Mine ausrüsten, würde ich sagen. Zack. Ah, jetzt sehe ich schon, der Hammer ist auf jeden Fall richtig gut. Oh, das ist richtig mad. Mach meine Mine hinballern. Zack. Nein, 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 nicht du. Ja. Jawohl, wir haben ihn getötet. Besser später als nie. Ja, du tötest uns jetzt safe nicht. Jawohl. Haben wir auch den Lycan-Boss getötet. Kristallisierte Lycan-Hammer oder kristalliner Hammer. Nice! Den haben wir endlich richtig gemacht, oder? Na gut, 4 Minuten. Passt startet auf jeden Fall schon mal gut. Gut, dann hätten wir getötet. Jetzt ist die Tür wahrscheinlich auch, oder? Ah ja. Schon Meister an. Immer noch 2. Ja, also die Minen haben recht gut reingehauen. Das muss man zugeben. Gibt hier noch irgendwas, das wir nicht benutzt haben? Wir haben alles weg. Hier auch. Hinten auch? Ja. Alles klar. Gut, er hat uns fast unsere ganze Schrotmunition gekostet. Gut, die Sniper passt auch. Die Kristalle sehen auf jeden Fall schön aus. Können wir die hier runterschießen? Nee, oder? Doch! Kristallfragmente. Zack. Zack. Nice. Zack.
Und hier vorne gibt's einen und da unten gibt's noch einen. Zack. Oh, okay. Da gibt's auch noch gelbe. Gibt's da noch einen Platz? Ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Ja. Sollten alles haben. Ah, ne, hier unten liegen noch ein paar. Kristallfragment, hier ist noch eins. Ich weiß doch irgendwie, ne? Okay, ich glaube, jetzt haben wir echt alles, oder? Ja, ich sehe nichts. Ja, okay, sollten alles haben. Nice. Dann gehen wir noch weiter nach unten. In die Katakomben wahrscheinlich. Ah, da ist nochmal so ein Fernseher. Das heißt, Heisenberg wird jetzt gleich anrufen. Ah, da haben wir das Flakon. Jawohl. Torso. Hoch. Was? Du hast was drauf, Winters. Respekt. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Verdammt. Okay. Da holen wir mal die Flakons zum Altar. Ach, jetzt sind wir hier fertig, oder? Schau mal hier. Ein Teller. Kann man wahrscheinlich verkaufen. Ach, dann haben wir die Leute uns hier schon besiegt. Ja, nice. Dann müssen wir raus hier. Dann fahren wir mal weg. Nice. Ich sind wir ja nicht recht schnell durchgekommen. Nice, jetzt haben wir alle vier Flakons. Das heißt, wir können auch Rose zurück ins Leben holen, oder nicht? Ja, das ist zwar schwer, oder? Das müssen wir uns wahrscheinlich hier noch rauskämpfen. Links oder nach oben. Ach, hier kommen wir bei Ding raus, oder? Ah, hier kommen wir in der Kirche raus. Ah, okay. Verborgener Wald. Ah, okay, dann würde ich sagen, mach mal hier unten auf. Das kommt mir doch auch irgendwie bekannt vor. War hier nicht die alte Oma? Komm hier, noch eine Chemikalie. Okay, hier haben wir nichts mehr. Hier vorne wahrscheinlich auch nichts mehr. Schauen wir hier. Notizen zu Cardo-Implantation. Proband 174 bis 181. Proband 174 Mihai M. Merkmal 21, männlich, Silberschmied. Namen von einer Lungenentzündung. Ergebnis geringe Kompatibilität. Kadao konnte nicht wachsen. Transformation des Körpers beeinträchtigt der Wahrnehmung. Typische Anzeichen eines Lichens. Auf die Weide geschickt. Proband 177. Bernadette B. Merkmal 21. Weiblich, keine Beschäftigung, keine Vorerkrankungen. Ergebnisse, tot. Proband 181. Alicia oder Alcina Digi. Merkmal 44 weiblich, Nachkommen aus Adelsgeschlecht, nicht aus dem Dorf. Vererbte Blutkrankheit, Ergebnis sehr gute Kompatibilität, keine Wahrnehmungsverluste, kann ihren Körper nach Beliebigen verändern. Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle, implantierte und zur Beobachtung entsandt. Aha. Ach, das war ja anscheinend wohl nur so ein Blutraum. Wahrscheinlich hat das Spiel erwartet, dass man hier nach unten geht. Weißt du, das ist einer der Probanden, oder was? Ach, was ist das denn, Mann? Ich hätte doch nur zum Bluten gekommen.
Und jetzt werden die schon wieder gejagt von diesen Scheißviechern. Was ist das jetzt? Ich glaube, das war's. Okay. Na dann, ich bin nach oben. Vor allem, was ist denn jetzt eigentlich noch mit dieser Hexnummer? Mit der muss doch auch noch irgendwie was los sein, oder nicht? Sind wir jetzt? Okay, wir sind jetzt wieder hier auf diesem Friedhof. Ah. München, bleib stehen jetzt. Perfekt. Eins. Zwei. Ah, hier haben wir noch einen. Jawohl, wir sind ja echt Retalk ganz gut durchgekommen. Weil das sieht ja auch gar nicht nach dem Eingang oder so aus, ne? Okay, hier gibt's auch nichts. Hier könnte man theoretisch durch. Ah, jetzt sind wir wieder an der Kirche, oder? Ah, ne, hier brauchen wir diesen Schmiederschlüssel. Genau, jetzt sind wir hier wieder an der Kirche angekommen. Hier haben wir die Sachen rausgeholt, oder? Nee? Oder kann man hier das hier durchgehen looten? Heißkette mit zwei Phasen. Okay, nice. Gefällt mir. Hey, die Soldaten sind anscheinend hier immer noch nicht zurückgekehrt. Dann müssen wir jetzt zum Duke zurück, ne? Dann würde ich sagen, verkaufen wir unsere Sachen. Ah, ich denke, die waren schon tot. Nein, wo müssen wir nochmal? Hier nach ganz unten links und dann durch, genau. Dann nichts wie rein da. Beim Duke sind wir safe. Solange er uns hier nicht verrät, hoffe ich doch. Hä? Hat das jetzt Performance-Probleme? Hä? Hä? Okay. Lol. Ich bin hoch erfreut, dich lebend wiederzusehen. Danke, Mann. Soll ich etwas für dich auswählen? Nein, dann. Ah ja, jetzt geht's wieder. Ah, okay. Wertvoll. Die Sachen kommen auch nicht von mir. Na schön. Auf jeden Fall auch wertvoll. Die Sachen sind auch wertvoll. Ach, lol. Das Quarz ist wertvoller als der andere Scheiß. Okay. Gut, die ganzen Schädel können wir verkaufen. Hier den perfekten Nike-Schädel auch noch. Den Hammer von diesem Riesenviech auch. Das sollte reichen. Halskette kann man kombinieren. Warte mal. Ja, aber warum hatten das die jetzt auf einmal so Performance? Zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Ja, okay, mach ich. Richtig, schätze. Und, ach, vielleicht können wir das hier noch untersuchen. Ist da noch irgendwas dran? Nee, oder? Sieht's hier aus? Wenn wir da irgendwie was entnehmen? Totenschädel darf ich? Ah, nee, das ist gar kein Totenschädel. Ich kann auch nichts entnehmen. Hat der Tierkopf irgendwie was? Ne, auch nicht. Okay. Boah, hä, warum ist das hier? Ethan. So, hochgehen, ja? Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Klar. Was ist das? Rückschritt vermindern. Ich brauche einen dich nicht wirklich. Was ist das hier? Achso, das sind so die Kern, die wir verkauft hatten, ne? Ja, komm. Vielen Dank für deinen Einkauf.
nach deiner Geschwindigkeit. Ich werde hier nochmal auf Feuerkraft gehen. Okay. Feuerrate. Zack. 18 Größe. Halte Geschwindigkeit bitte. Machen wir hier nochmal Feuerrate. Bei der Sniper machen wir die mal. Na, boah, das ist aber echt teuer. Ach komm, scheiß auf. Wir leben nur einmal. Hier machen wir auch noch. Alles Magazin größer. Nachladegeschwindigkeit auf jeden Fall nochmal. Ich würde sagen, das reicht jetzt fürs Erste. Und uns hier dann noch sowas. Dann noch ein paar Bullets. Bullets. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Boah, auf jeden Fall nie. Und Rohrbomben kaufen wir uns auch auf jeden Fall. Gut, ich glaube, dann hätten wir es. Dann, Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge und setzen Danke für deine das Treue. Ding da auch rein, das letzte Teil, das letzte Flakon. Bis dahin, Freunde, wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und möge Ethan Winters mit euch sein. Ciao!